Da muss ich ihm recht geben. Da muss ich ihm recht geben. Ihm meine ich natürlich. Gehen wir aber in die nächste Etage, denn... Ich mag dieses Haus. Ich fühle mich gerade... treten. Alles klar. Nein! Aua! Da habe ich mich denn doch ein bisschen... Ein Kackefleck. Der war doch eben noch nicht da, dieser Kackefleck. Okay, okay. Wir müssen hier also rüberspringen. Soweit ist also der Plan. Okay, das kriegen wir hin, würde ich sagen. Ja. Aber ich mag das Haus. Wie gesagt, es gibt mir irgendwie ein bisschen Sicherheit. Eine Manuskriptseite. Eine weitere. Auch diese wollen wir uns einverleiben. Barry im Elderwood. Als Barry das Dunkel des Besucherzentrums angreifen sah, verschwanden seine Zweifel. Die Menschen, die Al erschossen haben sollte, waren keine verrückten Einheimischen gewesen. Die Welt war anders. Als hätte jemand umgeschaltet. Man glaubt, man sieht eine Sitcom, schaut aber eigentlich eine Horrorshow. Als die Vögel auf die Hütte losgingen, war Barry nicht überrascht, nur entsetzt. Mal ganz ehrlich, ich wünschte, ich könnte so vorlesen. So dauert es zwar ein bisschen länger. Oh, oh. Leuchtfackeln. Zwei Stück sogar. Eine Kaffeekanne. Die nehmen wir natürlich mit. Aber leider werden wir ja gar nicht alle bekommen. Da ich schon einen übersehen habe. Traurigerweise. Traurigerweise. Alles klar. Hier scheint nichts mehr zu sein. Gehen wir also in die nächste Etage. Oh, ich bin froh, dass ich aber diese eine Stelle von vorhin echt gelöst habe. Die mit den vielen Gegnern. Denn, wie gesagt, ich habe da vorhin eine Stunde dran gesessen in der letzten Aufnahme, die ja leider verloren ist. Denkst du, ich sehe dich nicht, Vogel? Das Ding haben wir getriggert. Und ja, das ist so mir dann doch ein bisschen lieber. Wieso erwarte ich hier gerade irgendwie einen Ansturm von bösartigen Wesen überall? Was? The Darkness? Where's... Vorsicht, verlosen Ästen! Scheiße, da hat eine Schaufel! Au! Oh mein Gott! Der hat eine große Schaufel. Friss Scheiße! Oh, das Jagdgewehr hat ihn geliefert. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Okay, die laden wir nach. Okay, laden wir die auch nach. Huch, nicht entladen, nachladen. Na, jetzt. Das hat doch ganz gut geklappt. Alter, aber der hat gut Damage gemacht, würde ich behaupten. Ich schätze aber, hier wird wieder in der Nähe eine Truhe sein. Hier haben wir auf jeden Fall... Jagdgewehrmunition. Die ich übrigens als sehr gut empfinde. Alter, wer versteckt denn hier hinter einer Manuskriptseite? Das ist übel. Aua. Manuskriptseite nehmen. Wake spürt das Dunkel. Die Schatten bewegten sich und der Wind nahm zu, als ich durch den Wald rannte. Ich konnte fühlen, wie das Dunkel mich anstarrte. Dann wurde das Mondlicht von dunklen Schatten verdeckt, die über den Boden hetzten, zu schnell, um natürlich zu sein. Finsternis sammelte sich zwischen den Bäumen und zerfloss. Die Besessenen erschienen. Kein natürlicher Pfad,
hatte sie geführt. Huhu. Aber wieder, ich wünschte, ich hätte diese Erzählerstimme. Allerdings, ich glaube, ich weiß nicht, ob jemand von euch die Sendung Mindfreak gesehen hat. Eine Sendung über einen Magier namens Chris Angel. Ich habe sie früher echt gerne geguckt. Müsste ich mir mal wieder reinziehen. Wäre mal wieder eine coole Aktion. Und ja, wieso? Interessant. Naja, und ich glaube, er war der Synchronsprecher von Chris Angel, der quasi die deutsche Übersetzung gemacht hat. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, aber es könnte gut sein. Wenn das so wäre, wäre es natürlich mega cool. Denn ich habe die Sendung damals echt ge... Na, was soll der Mist jetzt hier? Komm schon. Das haben wir schon besser gesehen, Ellen. Die ist ein wenig agiler. Aber eine größere Funzel wäre mal was Feines. Revolvermunition. Und Batterien. Wir haben wieder 6 Batterien. Das ist denn schon mal was Feines. Ich würde mal sagen, wir gucken erstmal hier uns um. Ob sich hier irgendwas versteckt. Wie eine Kaffeekanne. Eine Manuskriptseite. Oder eventuell sogar Munition im besten Fall. Aber es sieht nicht so aus. Außer dieses unbehagliche Gefühl, was mich langsam beschleicht. Shit, shit, shit. Erschreck mich nicht so, Alter. Alter, was für ein... Ah! Komm schon, komm schon, komm schon! Nein, 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 das überleben wir nicht! Oh, Mann, war das knapp gerade! Oh, entschuldigt bitte meine Lautstärke. Aber Mensch, also... Die ist, die heben uns mal für den Notfall auf, würde ich sagen. Wir laden mal kurz nach. Mhm. Gehen dann auf den guten Revolver. Puh. Das war doch mal, Alter. Aber dieses unbehagliche Gefühl hat sich also bestätigt, dass hier oben ein paar Party-People auf uns gewartet haben. Und uns ans Leder wollten. Offenbar. Hier. Drop the hazard. Leuchtfackel. Wir haben 3 Leuchtfackeln bekommen. Das ist natürlich sehr gut. Öffnen. Mal sehen, was wir hier noch kriegen. Wir kriegen Munition. Natürlich, wie ich schon öfter gesagt habe, wenn wir Munition kriegen, heißt das, wir benötigen. Gesamtlimit erreicht an Revolvermunition. So ein... Nee, das geht doch nicht. Mist. Okay, okay, Grund und Boden des Camping. Das ist doch eine Arena. Ich wusste, es ist eine Arena. Wie tut der Kettensägen, Mann. Ja, na klar, und der hat auch noch Party People dabei. Scheiß noch vier. Thank you.
Schnell weg hier! Schnell weg! Husch, 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 husch. Alter, ist das ein Klops! Der hat einen sauberen Headshot kassiert. Und dann gab es eine mit dem Jagdgewehr. Fetti First Try. Alter Vater, ich würde es cool finden, wenn die noch Loot fallen lassen würden. Okay, wir haben aber keine Dings verschwendet. Keine Leuchtfackel. Ich habe zu kurz überlegt, ob ich eine brauchen werde. Aber offenbar war es die Seite, dass wir... Alter, das erschreckt mich doch gleich von hinten. Okay, gehen wir die Treppe hoch. Elderwoods Nationalpark. Barry? Die Veranda ist voller Vögel. Es ist wie bei Hitchcock. Halt dich versteckt. Ich bin unterwegs. Öffne nicht die Tür. Bin ich denn verrückt? Versteck dich. Ich bin bald da. Lass auf jeden Fall das Licht an. Bin mir gerade, werd mir langsam immer sicherer. Dort ist der Lover's Peak. Wir hatten unser Liebesdate. Und jetzt sind wir zurück im Nationalpark und eilen Barry zur Hilfe, der von ein paar Vögeln à la Hitchcock angegriffen wird. Hier haben wir auch schon wieder drei. Ich musste zwar noch Barry bei der Hütte erreichen, aber wenigstens war ich aus dem Wald. Ja. Gut. Zu Barry zurückkehren. Was ist los mit euch? Was ist los? Kommt ihr wieder runter? Nee, ne? Nicht, dass ich hier jetzt hingehe. Ich musste das Auto aus der Garage holen. Es würde mich schneller zu Barry bringen. Das stimmt. Die Scheinwerfer waren ein erfreulicher Bonus. Aber... Haben wir... Bloß, wie soll ich mit dem Auto da rauskommen? Ich gehe mal auf die andere Seite und gucke mal, ob wir hier vielleicht eine Tür oder sowas haben. Weil es scheint nicht der Fall zu sein. Wieso habe ich das, die Befürchtung, wir müssen in das Haus rein und da wird uns irgendwas Gruseliges erwarten. Ach man, das ist doch gerade so... Ich musste den Garagenschlüssel finden. Ja, ich weiß, aber... Closed. Gehen wir zuerst... eine Manuskriptseite. Auf die Damentoilette. Der Befehl des FBI-Agenten ließ mich erstarren. Ich wollte mich ergeben. Es ging eh alles den Bach runter. Ich konnte aufgeben, es jemand anderem überlassen. Aber das hier war falsch. Es war Instinkt. Seine Haltung, wie er die Waffe hielt. Er war kein Freund. Unter dem Dröhnen der Schüsse sprang ich durch das Loch im Zaun und stolperte in die Finsternis dahinter. Es scheint so, als kriegen wir einen neuen Freund. Hallo? Mit dem Schlüssel käme ich ans Auto ran. Ja, das wissen wir. Aber erstmal hier keine Toiletten. Penner decken. Wir haben einen Kontrollpunkt erreicht. Allerdings. Der Garagenschlüssel musste irgendwo in der Nähe sein. Wenigstens gespült. Zwar hat jemand den Deckel nicht zugeklappt, was ich eklig finde. Oh scheiße, die eine Tür ist zu, da ist doch jemand drinne. Schade, wir können nicht reingucken.
Garagenschlüssel nehmen. Eine Geschichte ist keine Maschine, die einem gehorcht. Sie ist eine Bestie mit einem Eigenleben. Man kann sie erschaffen, sie formen, aber je größer sie wird, desto mehr fordert sie ein. Nur eine Sache zu ändern, setzt eine Kettenreaktion von Geschehnissen in Gang, die sich über die ganze Geschichte ausbreitet. Diese Geschehnisse müssen zur Logik der Geschichte passen. Nur ein Fehler und die Magie ist dahin. Die Geschichte stirbt. Alice stirbt. Und die Frage, die wir uns alle stellen, ist, warum steht hier eine Schubkarre?